Hey ho, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft All the Moss 3. Wir haben ja in der letzten Folge die Controller gebaut, also die Generators gebaut. Und machen jetzt genug Elfrotik. Und das ist super geil. Wir haben jetzt wirklich viel Eisen verloren, muss man sagen. Wir haben viel Eisen hergestellt und viel Eisen verloren. Wir verbrauchen auch nur so viel. Was heißt eigentlich das? Warte. Peak Fuel Consumption. Okay. Der braucht maximal 2,7 Mbits. Millibuckets. Ich sag immer Mbits dazu und ich weiß nicht wieso. Aber wir machen genug Syngas und das ist das Wichtige. Wir produzieren auch genug Charcoal. Das soll nicht daran scheitern. Wir produzieren ganz genau genug. Also, ja, passt auf jeden Fall. Der sollte hinten auch jetzt wieder Energie bekommen. So, okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch fertig. Wir wollen heute einen Lava-Fabricator bauen. Also einen Lava-Fabricator. Dafür brauchen wir ein paar Sachen. Wir brauchen Plastik, Dry Rubber und Tiny Dry Rubber. Dafür brauchen wir Latex Processing Unit. Und da, wenn man das jetzt nachschaut bei Latex, brauchen wir einen Tree Fluid Extractor. Also wir brauchen einen Tree Fluid Extractor. Den brauche ich erstmal. Der ist aus Stein und einem Iron Gear zu bauen. Weil Tin Gear schon sagen. Aus einem Ding, ja, also einem Iron Gear, okay. Und das schaue ich mir mal an. Der braucht nur Holz und das war's. Okay. Also wir brauchen nur Holz und das war's. Okay, dann mache ich den mal hier hin. Das sind Fluid Containers. Warte mal. Ah, den kann ich dann. Warte mal, dieser. Die weiß nicht, wie man den. Warte mal kurz, wenn ich da jetzt ein Holz oder da. Aha! Oh! Dann mache ich das so. Ich mache einen Autoplacer hin. Autoplacer. Also von dieser Mod hier. Autoplacer, Basic Coil, ist nicht so schwer und sie braucht dafür nur ein Lapis. Zack. Zack. Und ein Autoplacer. Dann mache ich das, automatisiert das noch schnell mal kurz. Autoplacer. Dann ein Autobreaker, nicht, sondern Autoplacer. Zack, ein Autoplacer. Den mache ich mal hier hin. War nicht hier hin, sondern so. Autoplacer, nee, nicht da. Wenn schon hier. Ein Autoplacer. Der kriegt von da hinten. Mit Item Ducts. Warte mal. Da. Zertus Quartz. So, mit Item Ducts kriegt der eine Verbindung zu dem Autoplacer. Eine Verbindung zu dem Autoplacer und der sollte jetzt gleich das bekommen. So. Der placed das halt durchgehend. Warte mal kurz das ab. Der Place ist halt durchgehend. Immer wenn der fertig ist. Der produziert Latex. Um dann Dry Rubber herzustellen. Also Dry Rubber. Also Dry Rubber. Oder wie man das heißt. Tiny Dry Rubber. Um das herzustellen, brauchen wir ein Latex Processing Unit. Das heißt, ein Machine Frame mit Tin Gear. Ein Machine Frame kann ich herstellen lassen. Machine Frame. Und Latex Teil. So. Und dann nochmal ein Iron Gear. Bam. Bam. Und wir haben jetzt ein Latex Processing Unit. Der kriegt keine Teile raus, wieso nicht? Item Light up Parkway. Dann kann ich random, das ist schlecht. Aber egal. Ist egal, das wird sowieso vollkommen lange dauern, deswegen. Also, so, Latex Processing Unit, ich mache den mal kurz hier hin. So, wir brauchen ein Latex Processing Unit. Dafür brauchen wir Hardened Fluid Ducts, oder Fluid Ducts, ist egal welche. Fluid Ducts vielleicht mal ein paar nochmal. Fluid Ducts, bitte reich das aus. Zack, und er hat Wasser. Brauchen wir nochmal Fluid Ducts. Fluid Ducts. Also den um Hardened.
Nicht die Harde, sondern die Opaque. Bam, kriegt auch Latex jetzt. Und braucht dafür ein Servo. Den habe ich dort nicht. Das ist halt schon ein bisschen schlecht. Wenn ich keinen Servo habe, kann ich leider das nicht machen. Also Servo passt. Fertig. So, zack, zack. Latex wird rausgetan. Und hier reingetan. Der hat auch noch Energie. Device ist lenkt. Hat Energie. Und macht jetzt Tiny Dry Rubber für mich. Und um, ja, das, wenn wir das jetzt zusammen craften, kriegen wir Dry Rubber raus und damit können wir Plastik herstellen. Wir brauchen nur ein bisschen was davon. Also, das sollte kein Problem sein. Okay. So, das ist auch gut. Der produziert mir die ganze Zeit Strom. Der frisst da ein bisschen was mit dem Angler durchgehend 311 pro Tick. Und Peak Production Connected Turbines. Ich habe 20 Gold Plates dazu gemacht. Und Carbon Consumed per Tick, kriegt er 2. Okay, nice. Ich brauche noch ein bisschen Latex. Der eine ist richtig langsam, aber ich brauche ein bisschen Latex. Ich brauche noch insgesamt ein bisschen was. Und dann fangen wir mal für den Lava Fabricator noch was anderes an. Wir brauchen hier einen Lava Fabricator, damit wir Lava erstellen können, weil das eigentlich haben will. So. Obsidian ist egal. Plastik mache ich ja gerade. Magma Cream. Also ich brauche 12 Blaze, was brauche ich jetzt? Ich brauche Blaze Powder, das ist, braucht 12 Glowstone. 12 Glowstone. Nehmen wir hier mal nochmal was kurz weg. Bam. So, 12 Glowstone ist da am Start. Und dann brauche ich nochmal Destabilize Redstone. Mache jetzt auch mal 4 Stück rein. Zack, zack. Lava ist da drin. Oh Gott. Brauch Buckets. Buckets. Und hier jetzt Gold. Glowstone rein. Brauch davon nochmal. Achso. Der ist nicht verbunden. Na gut. Okay, dann passt das. Da macht jetzt Destabilized Redstone. Das ist zu wenig, das weiß ich. Das sind auch nochmal Destabilized Redstone. Wieder 4 Stück. Zack. Und da macht das jetzt durch. So. Und das sollte passen. Jetzt muss ich da nochmal warten. Tiny Dry Rubber habe ich auch gleich fertig. Ich brauche nochmal ein Tiny Dry Rubber. Da sind wir schon fast dran, weil wir brauchen 75 nur. Deswegen. Und Tiny Dry Rubber ist fertig. So. Okay, das heißt, Tiny Dry Rubber kann ich jetzt zu dem machen. Bam, bam. Habe ich 2 Dry Rubber. Kann das jetzt in dem Rest von der Zeit tun. Und haben noch ein bisschen Eis gehabt. Wenn das jetzt hier rein tut und das passt dann. Okay, first. Gut. Da sind wir eigentlich schon mit den meisten Sachen fertig. Zack, 2 Plastik. Hier habe ich schon mal ein bisschen Blaze Powder. Das Blaze Redstone sollte, glaube ich, nicht ganz ausreichen. Doch nochmal so, vielleicht noch so mal 4 Stück oder so. Könnte das vielleicht reichen? Ja, das sollte reichen. Destabilized Redstone habe ich. Also, Lava Fabricator. So, du bist jetzt dran. Wir haben davon ein Machine Frame, brauchen wir dafür. Bam, mach mal bitte schnell. Lava Fabricator. Mach jetzt das nächste. Dafür brauchen wir eine Magma Cream und das habe ich hier drin mit Blaze Powder. 2 Stück. Bam. Magma Cream ist auch fertig. Redstone Block. Ist auch fertig. Und dann haben wir fast alles fertig. Machine Frame, was ist er denn gerade am machen? Was ist er gerade am machen? Machine Frame ist aber fertig. Okay, Obsidian, lass mal kurz abminen. Zack, und jetzt brauche ich noch Blaze Rods. Dafür brauche ich 5, dafür brauche ich 10 Blaze Powder. Das ist da drin. Blaze. Zack. Hab dann die 10 rausgenommen, mach das in den Kompressor rein und dann ist er fertig. Und jetzt können wir mal hier kurz was nachschauen. Zack. Ja, den habe ich dort ausgestellt. Den muss ich aber jetzt nicht mehr ausstellen. Weil der macht jetzt genug Energie. Weil wir machen jetzt genug Energie, eher gesagt. Deswegen muss ich den jetzt nicht mehr ausstellen. Der macht jetzt mit Kohle halt Energie für mich. Weil ich
nicht anders habe und ich weiß nicht, wie ich EU, also RF in EU umwandeln kann. Das ist mein Problem. Also, Blaze Rods sind auch fertig. Zack. Habe jetzt einen Lava Fabricator fertig. Nice, oder Leute? Nice. Also, Lava Fabricator ist jetzt auch fertig. Dafür brauchen wir nochmal von Cyclic. Ich brauche mal zuerst mal Glas, 4 Stück. Ah, wieder 10 Stück, danke. Und jetzt brauche ich von Cyclic einen Tank. Einen Fluid Tank. Also diesen hier. Fluid Storage Tank. Brauche ich wieder einen. Ich lasse einfach meinen Netherportal abfarmen. Weil ich denke, das nicht braucht, deswegen. Der verbraucht keine Energie, das wird nur da angezeigt und ich verstehe nicht wieso. Obsidian in deiner Mitte und jetzt brauche ich Glas. Und der steckt schon fertig. Zack, Fluid Storage Tank ist auch fertig. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, so, ja, ja. Wo will ich denn gerne das haben? Ja, ich finde hier wäre das ganz gut, dass ich den mal hier hoch tue. Da steht bei mir 42.000. Heftig. Everyone ticks. Was hat er? 200.000 Heftig? Also was so. Und er macht jetzt mit Lava. Doch, 2. Ah! Er hat 200 pro Flut Lava. Ab. Soll ab exportieren. Ja, nicht. Dann mache ich das halt anders wieder mal. Fluiducts mache ich hier kurz dran. Zack. Und zack. Crystal Wrench. So. Zack. Und mache ich kurz hin, sagen wir mal, ein Servo. Hin. Okay, braucht 200.000 Elfrotik pro Eimer. Das ist ein bisschen viel. Bisschen viel, ja. Nur ein bisschen. Ist es nicht übertrieben viel? Dort pro Lagerung halt 200.000 EF. Das fließt jetzt gerade eine ganze Energie weg, oder? Die sollte jetzt richtig am Fressen sein. Ja. 2,8. Wir verbrauchen sogar Syngas. Nicht. So verbrauchen wir kein Syngas. Ich mach. Und da passt sich an. Der passt sich an. Dafür verbraucht aber mehr. Mehr Carbon, also braucht mehr Charcoal. Aber ich warte eigentlich nur, bis der voll ist, weil der Tank ist sowieso schon schnell voll. Das sind 64 Eimer, das soll passen. Eigentlich habe ich den vollkommen falsch aufgebaut. Ich weiß gerade nicht, wieso ich so dumm bin und auf der falschen Stelle aufgebaut habe. Das war dann nicht so schlau, so wirklich, weil ich muss ihn da aufbauen. Da brauche ich es ja, so wirklich. Zack, also so, so. Und so. Dran. So. Da ist noch 24.000 Lava drin. Und das tue ich einfach mal hier drauf. Weil ich es kann. So. Der produziert mir die ganze Zeit Tiny Dry Rubber. Ist nicht so ein wirklich Problem. Der soll sich gleich wieder auffüllen, wenn der aufgefüllt ist. So. Okay. Aber der passt sich halt darauf an. Ich habe aber dafür nicht genug. Ich produziere genug. Ich habe genug hier drin. Produziere auch genug. Nicht. Produziere ganz genau nicht genug. Aber der Reinforced Server ist nicht so schnell. Oder die Item Ducts können nicht so schnell leiten. Aber das haben wir sowieso gleich fertig. Wenn der Typ hier einfach noch fertig ist. Das ist jetzt endlich mal fertig. Ah, der ist fertig. Jetzt werden sich die wieder auffüllen. Dann werde ich der auffüllen und dann haben wir das fertig. Lava Fabricator abgeschlossen. Leute, Lava Fabricator, wir haben jetzt unendlich Lava. Damit habe ich euch jetzt auch gezeigt, wie man das herstellen kann. Der baut es einfach hin. Lasst den einfach voll laufen, bis der voll ist. Dann tut er sowieso nicht mehr. Und ja, Leute. Das war's mit dieser kurzen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hallo, bist du jetzt explodiert? Der dazu angehört, als wäre gerade irgend so etwas explodiert, was Singers braucht. Was ist das explodiert? Oh. Vielleicht was. Ja gut. Habe ich gesagt, dass ich Hardnet Fluidex brauche? Ja, habe ich nicht. Zack.
Ich brauche jetzt wieder einen Server. Belastend. Richtig belastend. So, muss ich halt wieder neu craften. Zack. Und dann habe ich auch genug von diesen hier. Also der kann den speichern. Ich frage mich schon wieso. Und der hat jetzt auch genug. Okay Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis später, Leute. Ciao.